Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Coulomb-Blockade gehen. Wir wollen uns mal die Definition und die Herleitung einer Coulomb-Blockade anschauen. Also erstmal verstehen, was das Ganze ist, wo das Ganze eine Rolle spielt und dann berechnen, wie man halt eben auf diese kommt. Ich empfehle als zweiten Teil dieses Videos, das nächste Video Eingangs- und Ausgangskennlinienfeld vom Einzelelektronentransistor anzuschauen, weil es halt dort ebenfalls einmal angewandt wird und man sieht, wo halt diese Coulomb-Blockade tatsächlich ihren Ursprung findet. Also, eine Definition einer Coulomb-Blockade können wir mal anschauen. Eine Coulomb-Blockade ist genau die Energie bzw. der Energiesprung, der halt benötigt wird, um ein weiteres Elektron auf eine Elektroneninsel zu bringen. Da, wie gesagt, Einzelelektronentransistor als Beispiel relativ gut. Wir wollen jetzt also quasi, dass nur ein Elektron von Drain zu Source in diesem Elektronentransistor tunnelt oder ja, eindringt, durchdringt. Und das schaffe ich eben, indem ich einen Transistor so klein dimensioniere, dass halt eben eine Spannung eines Gates in dem Bereich liegt, wo halt nur noch ein einziges Elektron interessanterweise auf diese Insel zwischen Drain und Source springt, die man dann tatsächlich auch bei diesem Transistor benötigt. Also hier braucht man noch eine richtige Insel, Elektroninsel dazwischen. Und ich steuere quasi über mein Gate die Spannung und wenn ich genau diese Spannung erreiche, die es schafft, ein Elektron auf die Insel tunneln zu lassen, ist das die Coulomb-Blockade, die ich damit eben aktiviere oder aufhebe. Bedeutet, wenn ich hier die genau richtige Spannung am Gate anlege, aktiviere ich diese Coulomb-Blockade bzw. hebe diese Coulomb-Blockade auf und es schafft genau ein Elektron den Sprung auf die Insel. Und jetzt ist natürlich auch entscheidend, desto mehr Elektronen schon auf dieser Insel sind, desto höher muss diese Spannung am Gate werden, damit ich eben diese Blockade wieder aufbringen kann, weil desto mehr Elektronen hier sind, desto weniger wollen da natürlich drauf. Das heißt, ich muss die Spannung, den Druck erhöhen, um wieder ein Elektron aufzubringen. Bedeutet, diese Coulomb-Blockade ist auch noch abhängig von der Anzahl der Elektronen, die tatsächlich auf der Insel schon sind. Und hier als kleines Bild nochmal das Ersatzschaltbild eines Elektronentransistors, einer Einzelelektronentransistors. Das sieht man relativ gut. Wir haben hier eine Coulomb-Blockade, also hier die Insel und da muss man halt eben die Coulomb-Blockade draufbringen. Wir können jetzt aber mal ausrechnen, wie groß denn diese Coulomb-Blockade ist und das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Würde man gar nicht denken, wenn man Einzelelektronentransistor hört, aber es ist tatsächlich gar nicht schwierig. Denn wir kennen doch eigentlich die Formel der Spannung. Die Spannung, die elektrische Spannung ist nichts anderes als die Ladung geteilt durch die Kapazität. Auch hier existiert ja eine Kapazität. Und wenn wir das auf Einzelelektronen beziehen, dann ist die Ladung jetzt halt eben nicht mehr kontinuierlich, sondern diskret. Wir haben ja nur noch einzelne Elektronen als Ladung, also N mal E geteilt durch die Kapazität. Und analog gilt das Ganze gleich für die Energie. Wir reden ja hier von dem Energieunterschied. Das heißt, die Energie ist nichts anderes als, ich denke, das kennt man, 1/2 cu². Und wenn man da halt einsetzt, Q, also Q durch C für U, ist das gleich Q² geteilt durch 2C. Und da kann ich jetzt auch wieder diskretisieren. Das heißt, W, ich nenne die mal mit Index N, ist nichts anderes als N² E² geteilt durch 2C. Und damit habe ich meine Coulomb-Blockade schon fast ausgerechnet. Ich habe jetzt also quasi die Energie, die ich dazu gewinne mit jedem einzelnen Elektron, also die potenzielle Energie tatsächlich auf dieser Insel, die ich mit jedem Elektron, das ich draufschiebe, dazu gewinne. Wächst, wie man hier sieht, quadratisch, also relativ praktisch anzusehen, aber ist noch nicht die Coulomb-Blockade. Die Coulomb-Blockade ist nicht die Energie auf dieser Insel, sondern besagt, welche Energiedifferenz brauche ich von Elektron zum nächsten Elektron, um diesen Sprung eines weiteren Elektrons drauf zu berechnen. Das heißt, Coulomb-Blockade ist nichts anderes als Delta W. Das ist halt eben Wn plus 1 minus W von N. Bedeutet also, ich habe schon ein Elektron oder N Elektronen drauf und will noch eins draufkriegen. Wie groß ist die Energiedifferenz, die ich dazu benötige? Dann kann man einfach einsetzen. Das ist N plus 1 Quadrat mal E Quadrat geteilt durch 2C minus N Quadrat E Quadrat geteilt durch 2C kann man ausrechnen. Da kommt 2N plus 1 mal E² geteilt durch 2C raus. Und damit sehe ich, okay, das ist jetzt meine Coulomb-Blockade. Delta W wird auch dementsprechend oft WC genannt. Und die hängt ab von der Anzahl der Elektronen, die schon auf der Insel ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 0 Elektronen vorher auf der Insel haben und wollen 1 aufbringen, also dann wäre das W1 minus W0, dann wäre also N gleich 0. Das wäre genau, also wir können es ja mal machen, WN gleich 0. Das ist dann E² geteilt durch 2C. Das ist so die typische Coulomb-Blockade, die die meisten kennen. Ebenfalls aufgehoben wird dann bei Wn gleich 1 das Ganze mit E²
3e Quadrat durch 2c und so wächst das halt an. Das heißt, pro Elektron, das ich mehr auf der Insel habe, wächst das Ganze halt an um 3e Quadrat durch 2c, dann wieder 5e Quadrat durch 2t, 7e Quadrat durch 2t. Ich benötige also immer ein Stückchen mehr Energie, um halt eben auf diese, auf diese Energie zu kommen, um halt eben ein weiteres Elektron drauftunneln zu lassen. Das war auch eigentlich schon alles zur Coulomb-Blockade. Wie gesagt, wie sich das dann am Einzelelektronentransistor und den Kennlinienfeldern auswirkt, ist ziemlich spannend und sehr interessant, wie man damit arbeiten kann. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Ist unten in der Infobox verlinkt das Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die natürlich gerne auch in den Kommentaren stellen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.